fast 2 Wochen fanden die Kämpfe zwischen Rheinland und den anderen Staaten ein abruptes Ende. Jetzt herrscht Frieden in den Kolonien. Trotz vieler offener Fragen äußern sich die Offiziellen nicht darüber, was diesen plötzlichen Wandel eingeläutet hat. Weitere Nachrichten. LSF-Commander Junko Zane und Freelancer Edison Trent, beide ehemalige Staatsfeinde, wurden rehabilitiert und mit dem Lone Star für Tapferkeit ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung für eine Einzelperson in den Kolonien. Ein Liberty Ale, Mister? Nein, danke. Ich hab's Ihnen nie gesagt, aber ich hab den Barmann gefragt, als wir uns trafen. Ach, tatsächlich? Mhm. Sorry für die Verspätung. Die Besprechung hat länger gedauert. Eine Präsidentin lässt sich nicht drängen. Auch nicht eine Amnestie. Ganz zu schweigen von der Belohnung. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Aurelien! Ich sag Juni, dass Sie hier sind. Nein, Colonel Trent. Obwohl sich die Kolonien erholen und die Menschen von den Parasiten befreit sind, ist die Gefahr noch nicht vorbei. Deshalb will ich erstmal unerkannt bleiben. Ich wollte Ihnen nur einen Vorschlag machen. Was für ein Vorschlag? Halten Sie hier in Liberty Augen und Ohren für den Orden offen. Ich höre von Ihnen. Schönen Urlaub noch, Freelancer. Ich melde mich. Wir sehen uns, Kaspar. Trent? Ich darf Mr. Harrison vorstellen, unseren neuesten Diplomaten. Mr. Harrison? Edison Trent. Edison? Ein ungewöhnlicher Name. Bitte nennen Sie mich Trent. Und da sind wir im Prinzip da, wo alles geendet hat. In Manhattan, in der Bar. In kleiner, freundlichen Runde. Sie haben Stufe 18 erreicht. Juhu. Auftrag suchen. Aha. Ja gut, dann machen wir das noch. Derzeitige Stufe 18. Derzeitiger Besitz. Aha. So viel. Anforderung für die nächste Stufe ist 63.000. Wir haben mehr Credits, als wir eigentlich für die nächste Stufe bräuchten. Aber wir sollen einen Auftrag suchen. Und ich denke, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass eigentlich Freelancer jetzt beendet ist. Also eigentlich sind wir jetzt durch storytechnisch. Ich werde einfach trotzdem mal, weil das uns so gesagt wurde, einfach meinen Auftrag annehmen, um das zu demonstrieren. Damit wir das auch wirklich komplett zu Ende gespielt haben, beziehungsweise durch haben. Hier, Liberty. Der Einsatzwegpunkt wurde in Ihre NAV-Karte hochgeladen. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Vielen Dank, Mister. So, Vielleicht gucken wir doch einfach mal auf die Navigationskarte. Schwierigkeitsgrad 1, ja, ist eigentlich nicht wirklich interessant. Ich glaube, ich lasse das dieses eine Mal einfach mit dem Vorlesen. Und was interessant wäre, wären vielleicht die aktuellen Informationen. Wo natürlich nichts drin steht. Auf jeden Fall, unsere Amnestie hat bewirkt, dass wir unseren alten Ruf wieder haben. Das heißt, wir sind wieder bei den ganzen Piraten, wo wir vorhin Schutz gesucht haben und sonst wo neutral. Und wir haben genau 9 Stunden Spielzeit jetzt gehabt für das gesamte Spiel. Ich denke, das ist eine gute Zeit. Wie wir sehen, ist Ihr Primärziel nicht da. Kämpfen Sie weiter, bis wir es wiederfinden. Sie kommen niemals zu unserem Anführer. So, und wir brauchen natürlich keine Raketen oder Torpedos. Zu Demonstrationszwecken reicht das, glaube ich, wenn wir das so machen. Ja, Einsatzergebnis ist Erfolg. Ja.
Und dann fliegen wir nochmal nach Manhattan. So, aber insgesamt kann man sagen, sind wir jetzt durch. Es passiert einfach auch nichts. Es ist auch, glaube ich, auch kein Bug. Jedenfalls, ich habe es auch schon vor Jahren mal mehrfach durchgespielt. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Zu Beginn des Let's Plays. Und wir haben zwar jetzt mehr Besitz, als es nötig wäre für die nächste Stufe. Aber großartig passieren würde hier nichts, denn die Story ist leider schon hier zu Ende. Ich habe mal gehört, dass es wohl von irgendwelchen Entwicklern anschließend, kurz bevor es rauskam, gekürzt worden sei. Deswegen ist alles so gemunkelt. Es wäre wohl nicht fertig, das Spiel, beziehungsweise es wurden viele Sachen rausgenommen. Gut, ich habe davon nicht so viel Ahnung. Ist es das, was ich mal gelesen bzw. gehört habe beim Googlen? Ich finde es schade, dass es kein Freelancer 2 gibt. Und sollte es Freelancer 2 geben, werde ich auf alle Fälle das Let's Playen. Aber im Moment, ich denke nicht, dass jetzt nach all den Jahren noch ein Freelancer 2 erscheinen wird. Und die Gründe habe ich ja euch eben noch gesagt. So, ich bedanke mich auf jeden Fall hier abschließend auf dem Planeten, wo alles angefangen hat, für das Zuschauen und Zuhören meines allerersten Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über ein bisschen Lob und über Kritik ebenfalls. Wenn irgendwas ist, was man verbessern kann, dann schreibt es ruhig in die Comments da unten und ein Abo wäre natürlich auch super. Das nächste Let's Play, ich weiß nicht, wann es kommen wird. Ich habe noch nichts geplant, welches ich mir anschauen werde, welches Spiel. Solltet ihr ein Abo auf meinem Kanal haben, dann werdet ihr auf jeden Fall es sofort merken, wenn da ein Let's Play auftaucht in eurer Liste. So, ich denke, ich habe damit alles gesagt und werde mich damit also auch von euch verabschieden. Vielleicht bis zu einem neuen und nächsten Let's Play. In dem Sinne, euer Elumo.